NSU. Untersuchungsberichte über Verfassungsschutz dürfen nicht eingesehen werden. VS-Chef werden interne Ungereimtheiten vorgeworfen. Weimar. Bei den sogenannten NSU-Morden spielt der Verfassungsschutz eine zwielichtige Rolle. Es deuten viele Indizien darauf hin, dass der Thüringer Verfassungsschutz die Terrorzelle regelrecht aufgebaut und finanziert hatte. Insbesondere der damalige Chef des Thüringer Verfassungsschutzes, Helmut Röver, steht im Verdacht, an der Gründung der Terrorzelle maßgeblich mitgewirkt zu haben. Um diesen Vorwürfen nachzugehen, wollte der Bundestagsuntersuchungsausschuss einen der wichtigsten Untersuchungsberichte zu den Vorgängen im Thüringer Landesverfassungsschutz einsehen. Dem inzwischen suspendierten Röver sollen darin schwere Fehler und interne Ungereimtheiten vorgeworfen werden. Der frühere Verfassungsschutzchef hat nun jedoch vor Gericht eine Einsicht in den wichtigen Untersuchungsbericht untersagen lassen. Das Verwaltungsgericht Weimar gab nach Informationen der Stuttgarter Nachrichten einem Antrag des damaligen Landesverfassungsschutzpräsidenten Helmut Röver statt und ordnete einstweilig an, dass ein Abschlussbericht des früheren Justizstaatssekretärs und Innenministers Karl-Heinz Gasser über die Amtsführung Rövers zunächst nicht herausgegeben werden darf. Auch der Untersuchungsausschuss des Landtags wird den Bericht nicht einsehen können. Gasser hatte im Auftrag des Thüringer Innenministeriums die Zustände im Landesamt für Verfassungsschutz unter der Führung Rövers geprüft. Dem später suspendierten Röver werden darin demnach schwere Fehler und interne Ungereimtheiten vorgeworfen. Der Bericht war zunächst als geheim, seit Weihnachten dann als vertraulich eingestuft und lag aus Geheimschutzgründen lange nur dem Landeskabinett, nicht aber dem Landtag vor. Zugleich hatte sich herausgestellt, dass mehrere Exemplare des Berichts nicht mehr auffindbar waren.